Heute mal ein kurzes Tutorial, wie ich mir meinen Kaffee mit Kaffeepads zubereite, wenn ich draußen penne. Die meisten wissen zwar, wie ich meinen Kaffee zubereite, wenn ich unterwegs bin, aber ich dachte mir, dieses Video nochmal als solches zu machen. Zum einen wegen einer YouTube-Suche, dann, weil ich ein paar Videos im Schnitt habe, die einfach viel zu viel Aufwand kosten und ich die nächsten Tage schon wieder unterwegs bin und das schaffe ich nicht pünktlich fertig zu machen. So dass ich einfach dieses kurze Video hier als Zwischenvideo da habe, damit diese Lücke nicht zu fett wird, diese Video-Upload-Lücke. Und weil ich die allerletzte Bazille bin. Deswegen mache ich für euch dieses Tutorial. So, das hier, das ist mein Spirituskocher. Da kommt jetzt erstmal Spiritus rein. Jetzt Spirituskocher mit Feuerzeug anmachen. Jetzt diesen Kochtopf hier draufstellen und direkt Wasser reinmachen. Ihr müsst so viel Wasser reinmachen, wie hier drin ist. Das ist 2/3 Topf. Und darauf, dass ich das da reingemacht habe, hier 2 Kaffeepads. Genau, diese 2 Kaffeepads, die schmeißt ihr hier rein. Und damit das schneller kocht, damit hier ganz schnell, viel schneller hier diese Berge und Blasen und diese ganzen Pockenkrankheiten, die dann hier drin gleich explodieren und sowas. Bevor die erschaffen sind, müsst ihr den hier drauf machen, damit das schneller funktioniert. Und jetzt warten, bis hier Krieg kommt. Guck mal, das sieht so aus, wie das aussieht. Das sieht genauso fertig aus wie mein Kopf. Das heißt, Kaffee ist fertig. Jetzt kann man ausprobieren, ob dieser dunkle Durchfall auch wirklich genauso fertig ist wie mein Kopf von der Kraft her. Und das werde ich jetzt ausprobieren, indem ich das jetzt in meine Tasse reinmache. Jetzt erstmal Zucker reinmachen. Und jetzt sowas hier reinmachen. Weil ich trinke Kaffee mit Weiß dran. Deswegen müssen wir das da reinmachen. So, jetzt noch ein bisschen Kaffee umrühren. Und jetzt ist Kaffee fertig. Und jetzt mal gucken, ob der genauso fertig schmeckt wie mein Kopf. Also ich find's geil. Und denk dran, Kaffee draußen oder in der Natur zu saufen ist geil. Und ich kann es mega empfehlen. Und wisst ihr, warum ich 2 Kaffeepads anstatt nur einer reinmache? Weil ich mir selber erlernt habe, dass wenn man da eine reinmacht, dass der Kaffee viel zu lasch schmeckt. So wie zu wenig mundig und sowas. Und deswegen mach mal 2 rein. Das schmeckt viel besser, deutlich besser. Das ist viel geiler. Ich habe hier eine Birke gefunden. Und wisst ihr, warum diese Birke hier steht? Weil es ein Bierbauer-Birkenbaum ist.